Meine Tiefkühltruhe hat letztens den Geist aufgegeben, aber bevor mein Fleisch auftaut, konnte ich das hier beim Elektro vom Stein lagern. Bienvenue, mes chers amis, à la 24e édition de W-Glies Television Allemagne. Ja, wir sind mitten in der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich und ja, auch Wermelskirchen hat das Fieber ergriffen. Man hat nicht allzu viel Vertrauen in die deutsche Mannschaft, denn man hat jetzt das erste Vorrundenspiel, das 2:0 gegen die Ukraine, schon mit einem Autokorso bejubelt. Mit dem Hintergrund vielleicht, kommen wir überhaupt über die Vorrunde hinaus. Schon in einer unserer ersten Magazinsendungen ist sie aufgetaucht. Nun konnten wir sie davon überzeugen, für Wermelskirchen TV vor die Kamera zu treten. Ich spreche von Miriam Hartmann, genannt Mücke aus Dabringhausen, die, so wir hoffen, auch in Zukunft das ein oder andere Event in Dabringhausen filmen wird. Und sie hat in eigener Sache jetzt den Aufstieg des DTV der zweiten Mannschaft in die Kreisliga A für uns mal filmisch zusammengefasst und hier die Eindrücke aus dem Dorf. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Carla Kolumna aus Dabringhausen, die rasende Mücke. Und ich bin heute für Wermelskirchen TV unterwegs, für euch, in dem beliebten Dabringhausen. Denn hier haben wir was zu feiern. Wie ihr seht, die Männer in Lila, die sind aufgestiegen in die Kreisklasse A. Super. Und die haben hier eine Riesenparty und ihr seid alle gut drauf. Könnt ihr mal jubeln in die Kamera? Wie war es für euch, die Saison? Ja, wir hatten Höhen und Tiefen. Aber allerdings muss man sagen, wir hatten mehr Höhen wie Tiefen. Super. Also wo wir das vor 2 Jahren übernommen haben, die Mannschaft, hatten wir einen 2-Jahres-Plan. Wir wollten in 2 Jahren aufsteigen. Der Vorstand hat uns da unterstützt, der ganze Verein, das ganze Dorf. Und hat uns die Zeit gegeben und dass das geklappt hat. Wir sind super glücklich und möchten uns auch bei allen Mannschaften bedanken, die uns recht herzlich gratuliert haben. Vielen Dank. Danke. Saison war Bombe. Die ist Andrea Tiede, die Frau von Frank, eine Trainerfrau quasi. Wie war es für dich? Es war teilweise sehr anstrengend, weil man immer mit den Launen von seinem Mann zurechtkommen muss. Aber wo sie es jetzt geschafft haben, war es umso schöner. Richtig geil. Und ich darf mich da einklinken, ebenfalls als Trainerfrau. Ich kann behaupten, ich war 1 Jahr lang mit einem Handy verheiratet. Ja, eben. Zu spielen, ne? Du hörst jetzt auf. Ja, in Dabringer und Hörchen muss mich filmen. In Dabringen höre ich jetzt auf. Wann der Kevin nicht verkünden, dass wir nach Dünn auf die erste Mannschaft gehen, wissen wir noch nicht. Aber da bleibt unter uns. Ich kann jetzt keinem weiter sagen. Ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Genau so läuft es hier bei uns im Dorf. Und alle sind super gut drauf und feiern einfach nur ihren Sieg. Und ich muss von Herzen sagen, das ist eine geile Mannschaft. Monsunregenzeit, auch in Wermelskirchen, die Veranstalter bangen um das Gelingen ihrer Veranstaltung. Aber Rock am Markt war eine gelungene Veranstaltung mit relativ wenig Regen, mit tollen Bildern und natürlich auch mit einer tollen Location unter dem Weihnachtsbaum. Vielleicht wird es im nächsten Jahr auch so sein. Und ja, an den Lärm müssen sich wohl die Einwohner gewöhnen, denn es wird in der ganzen Stadt Lärm, aber wir haben ganz, ganz tolle Aufnahmen von einem wunderbaren und gelungenen Wochenende mit viel Zuspruch für euch. Wir freuen uns über großartige Musik heute Abend.
Jesus, you ain't flying. Loose it all back together. Watch the flames come high into the room. Calling out, Father, stand my enemy. Watch the flames burn. I want the police. Aber raus sind die Lieder, die mich chillen lassen, die mich erfordern, die mich nachts wach an, wenn der Rest hier nur schläft. Denn ich sehe durch das Wechsel keine Lösung der Probleme. Tag ein, Tag aus, es ist so oft derselbe Kreislauf, der zu viel Zeit frisst, als wenn in meinem Weltraum Leben so mal es geht. Denk ihr versteht, wie das Leben läuft, wie sie ist. Wie die Welt steht, in der wir leben, möchten wir positive Impulse geben. Den Kind springen lassen und zum Leben. Über großartige Musiker heute. Der französische Nationalsport Pétanque oder Boule stand auch am Wochenende auf dem Schwanenplatz im Vordergrund, und zwar beim Delman Cup und bei den Stadtmeisterschaften. Der Delman Cup am Samstag war dann für die etwas besseren oder ambitionierten Spieler im Doublett, und am Sonntag traten dann wieder die Wermelskirchener Spaßmannschaften gegeneinander an, und sie hatten viel Spaß, wie ihr an diesen Bildern sehen könnt. Klasse Event hier in Wermelskirchen. Einfach Spitzenklasse. Ja, einfach Spitzenklasse. Hallo. Natürlich. Immer mit Spaß dabei, du weißt ja. Nicht alles einmal hin und links. Er rollt aber auch wie beschissen daher. Ne? Ich mach direkt noch einen hinterher. Weil ich möchte ja nicht als Verlierer. Da ist er! Du musst da draufhalten. So, Winnie, wie sieht's denn aus mit den Powerbabes? Es sieht großartig aus, ganz toll. Ich darf die Kugel schmeißen. Paul, sei vorsichtig, ne? Jetzt nicht in der Konzentration stehen. Du hast gerade eben noch nicht mal als Coach hier deine Arbeit getan. Bonnie, er muss. Ich darf. Wir haben ja gewonnen. Ja! Ja! Genau so muss es sein! Hat deine Schießtalent entdeckt, oder was? Ja. Frechheit. Hat jede Kugel einen Treffer. Ja.
Tschüss dann mal. Ah, uns dran. Echt. Also, du hast die rote Karte, du bist raus. Nein. Gelb. Willst du den blauen Fleck sehen hier? Gelb. Wenn dann gelb. Gelb. Auf vieles möglich. Also, Korruption überall. Die sind einfach zu gut. Die sind definitiv zu gut. Aber du kennst sie doch, das sind doch Dauergegner. Ne? Nee, die hatten doch vorher mal Angst gegen uns, aber die drei sind schon im Team gut. Einer legt immer einen Ball und das läuft. Ja. Konnte da mal als Sparkassenmann mit Geld nichts regeln heute im Spiel? Nein, definitiv nicht. Und außerdem ist das nicht unsere Spielart, mit Geld was zu regeln. Ja. Mann gegen Mann und dann wird gucken, ob es läuft. Herzlichen Glückwunsch. 2 Punkte, damit ist das Spiel raus. Ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. So, Schiri, super. Klasse. Ja. Jungs, ihr seid super. Super, Mensch. Hier, einmal für die Kamera. Hey. Ja. Ja, Golden Girls, hey. Ich aber bin die Quotenfrau. Also ich habe gute Erinnerungen an dieses Bootturnier, da spiele ich immer gerne mit. Ja, ich freue mich, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Selbstverständlich, klar, gerne. Nochmal herzlichen Glückwunsch von Wermelskirchen TV für diesen tollen Erfolg. Ja, für die eben genannte Mücke Miriam Hartmann kommt dann die Feuerprobe und zwar am kommenden Wochenende, wenn es um die Veranstaltung geht. Und das heißt natürlich, ein Dorf steht Kopf, Dorffest in Dabringhausen mit einem ganz neuen Konzept, das unbedingt auf gutes Wetter baut, weil es kein Festzelt mehr gibt, sondern eine Freilichtbühne. Und ja, wir wünschen natürlich den Dabringhausern, dass es ein top Wetter gibt und ja, ein Tag ist verloren gegangen, der Montag, macht aber nichts. An den anderen Tagen könnt ihr kräftig mitfeiern am nächsten Wochenende in Dabringhausen. Parallel dazu gibt es dann auch eine Veranstaltung in Dünn, den klassischen Mitsommernachtslauf. Auch da wäre es natürlich schön, wenn das Wetter halbwegs mitspielt, wobei Läufer mögen es ja auch gern etwas kühler. Ja, das war Wermelskirchen TV Magazin, die 24. Ausgabe. Und ich sage noch viel Spaß bei der Fußball-EM, so ihr sie gucken wollt. Und ansonsten gibt es ja für die einen oder anderen, vielleicht auch die Frauen, ein paar emotionale Filme im Fernsehen zu sehen. Da bleibt mir noch zu sagen, tschüss, euer Matthias. Nicht gut, ne? Nochmal neu oder was?